Herzlich willkommen und vor allem willkommen zurück beim letzten Tag, beim dritten Tag von Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics. Meine Kollegin Katharina Kleinfeld und ich, Nils Fischer, wir führen euch heute mal wieder durch die Sendung. Ja, heute ist der große Tag der Finals. Das stimmt, wir freuen uns natürlich auf faire Wettkämpfe, auf Emotionen pur und auf die große Abschlussveranstaltung heute Abend in der Max-Schmeling-Halle. Heute der Tag der Finals, hat Nils gerade schon gesagt, im Handball, Volleyball, Basketball und jetzt stehen wir hier gerade beim Badminton. Ja, und da schauen wir jetzt einfach mal rein, wer da heute das Rennen gemacht hat. Die Badminton-Finals bei Jugend trainiert für Olympia, da traf sich die Elite des schnellsten Racketsports der Welt. Mit über 400 Stundenkilometern wird der Ball übers Netz gescheppert. Der Weltrekord liegt übrigens bei 493 Kilometern pro Stunde, geschlagen von Tan Boon Heong aus Malaysia. Die besten Voraussetzungen also für spektakuläre Endkämpfe. Man könnte Bücher schreiben drüber. Manch einer sagt, Schach spielen tausendmal schneller. Weil du musst Strategien entwickeln in Bruchteilen von Sekunden, umschalten von schnell auf langsam, hoch, tief, links, rechts, oben, unten spielen. Wer einmal damit anfängt, aktiv zu spielen, hört nie wieder auf. Mitreißender Sport bedeutet mitreißende Stimmung. Hamburg war sogar mit einem Fanbus vor Ort. Die 50-köpfige Besatzung besuchte während Jugend trainiert diverse Sportarten, um ihre Hansestädter anzufeuern. Heute also beim Badminton. Da sahen sie ihr Team im Finale der Wettkampfklasse 2, sprich das sind die 14- bis 17-Jährigen. Allerdings kam der Favorit aus Mülheim. Es ist ganz einfach, Mülheim ist der Bundesstützpunkt, das Bundesleistungszentrum. Dort versammeln sich im Prinzip aus allen großen Landesverbänden, gerade im Westen, die Spieler und werden dort von Bundestrainern auch entsprechend intensiv und aktiv gefördert. Im Gepäck hatte das Team aus Nordrhein-Westfalen Yvonne Lee. Sie ist U17-Europameisterin und die jüngste Badminton-Nationalspielerin aller Zeiten. Eigentlich kommt das Talent aus Hamburg, heißt hier spielte sie gegen alte Bekannte. Klar, also ich kannte alle, habe mit denen auch früher immer trainiert. War halt schon komisch, wenn Hamburg aufgerufen wird und nicht für Hamburg zu spielen, aber... Hamburg wird sie vermissen, denn sie gewann ihr Einzel souverän und holte damit den vierten Punkt für ihre Mannschaft. Nordrhein-Westfalen siegte dadurch im Finale und wurde deutscher Schulmeister. Wer sich jetzt aber fragt, hä, welcher vierte Punkt? Hier die kurze Erklärung. Es wurden 7 Partien gespielt, 2 Jungen und 2 Mädchen, Einzel jeweils, ein Doppel und dann ein Mixed Match, also Jungen und Mädchen zusammen. Und dieses gemischte Doppel entschied bei den 12- bis 15-Jährigen über den Gesamtsieg. Da kämpfte Team Thüringen gegen den deutschen U15-Meister Shen Yang Liang. Wie soll es anders sein? Er spielt für die Badminton-Hochburg Mülheim. Und das war eine richtig enge Kiste. Satz für NRW, Satz für Thüringen. Und dann führten die beiden Mitteldeutschen 20-18. Matchball und rein ins Vergnügen. Herzlichen Glückwunsch ans Sportgymnasium Jena. Naja, also man kann schon sagen, dass man da schon anfängt so zu zittern und nachzudenken, ja, schafft man das nicht. Aber dafür ist dann gerade auch der Partner da, der einen dann ein bisschen runterholt. Und dafür ist ja auch dieses gegenseitige Anfeuern da, dass man dann selber sagt, ja, komm, wir schaffen das und dann geht das auch. Blitzschnell, kraftvoll und dynamisch Badminton bei Jugend trainiert für Olympia. Großer Sport und große Emotionen. Wie ihr seht, bin ich jetzt bei den Volleyballerinnen. Das sind übrigens die Bundessieger von diesem Jahr, Wettkampfklasse 3. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Das ist ein Riesenerfolg. Die Mädels kommen aus Dresden, aus Sachsen. Ja, Dresden ist kein bisschen verwunderlich. Da kommen ja auch die Bundesliga-Damen her, die ja, die Spitze anführen in der Tabelle. Neben mir sitzt die Michelle. Michelle, erzähl doch mal von eurem Finale. Wie lief das so ab? Ja, also am Anfang war es ein bisschen... holperig, also da sind wir noch nicht frisch reingekommen, aber am Ende haben wir dann nochmal alles gegeben und haben dann gewonnen. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man hier als Bundessieger rausgeht? Ja, also ich kann das noch gar nicht richtig realisieren, also es ist noch ein bisschen komisch, aber ich glaube, das kommt dann im Nachhinein noch. Habt ihr denn von Berlin auch ein bisschen was gesehen in den letzten Tagen? Ja, also wir waren noch gestern nochmal beim Brandenburger Tor. Ja, also Berlin ist echt schön. Und heute Abend steht ja die große Abschlussveranstaltung an. Geht ihr da hin? Ja. Und freut ihr euch auch schon drauf? Ja. Was denkst du denn, was euch da so erwartet?
Also wir wissen noch nichts, also wir lassen uns überraschen. Einfach ein bisschen schick machen und überraschen lassen. Genau, so mache ich das auch. So, und dann schauen wir jetzt einfach mal vom Volleyball zum Basketball. Mein Kollege Gerrit Lagenstein war nämlich vor Ort bei den Finals und ja, viel Spaß dabei. 4 Endspiele, das bedeutet 4 Gewinner, aber auch 4 Verlierer. Bei den Basketball-Finals lag Freud und Leid nah beieinander. Den Auftakt machten die Mädchen der Wettkampfklasse 3 mit der Partie zwischen Bayern und Niedersachsen. Während in der ersten Hälfte sich beide Teams noch einen offenen Schlagabtausch lieferten, zogen die Bambergerinnen im zweiten Abschnitt davon. 50-33, so lautete der Spielstand bei der Schlusssirene. Schnell Medaillen überreichen und dann ging es auf dem Parkett auch schon weiter. Jetzt waren die Jungs der Jahrgänge 2000 bis 2003 dran. Der Lokalmatador vom SLZ Berlin traf auf die Talenteschmiede der Frankfurter Bundesliga-Basketballer. Auch hier wechselte die Führung zu Beginn häufig hin und her. Nach der Pause sorgte jedoch vor allem Jim Gietz dafür, dass seine Hessen mit 10 Punkten in Führung gingen. Damit war das Finale aber lange noch nicht entschieden. Die Berliner kämpften sich bis auf 2 Punkte wieder ran. Das Ablaufen der Spielzeit verhinderte jedoch, dass die Aufholjagd gekrönt wurde. Grund zum Jubeln gab es also nur bei den Frankfurtern. Deren Topscorer wusste genau, warum sein Team das Spiel im Gegensatz zur Zwischenrunde gewinnen konnte. Man sieht, das Score, die Zeit, alles wird ein bisschen weniger. Und da muss man halt wirklich versuchen, seine Sachen weiterzuspielen, seine Sache zu machen, die man es am Anfang gemacht hat, und dann halt einen kühlen Kopf zu bewahren. Kaum hatten die Jungs die Spielfläche verlassen, liefen bereits die etwas älteren Mädels auf. Das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin war erneut vertreten. Die Hauptstädterinnen hatten kürzlich bei der Schülerweltmeisterschaft die Silbermedaille geholt und gingen daher als klarer Favorit in die Partie. Das Turnier in Frankreich steckte dem SLZB-Team aber wohl noch etwas in den Beinen. So hielt Nordrhein-Westfalen auf der Gegenseite lange Zeit besser als erwartet mit. Gegen 3-Punkte-Würfe wie diesen waren die Schülerinnen des Schloss Hagerhof dann aber doch machtlos. Als die Berlinerinnen unter dem Korb anfingen zu punkten, war die Partie entschieden. Satou Sabali kostete diesen Titel noch einmal richtig aus. Schließlich war es ihre letzte Teilnahme bei Jugend trainiert für Olympia. Hier ist immer richtig schön und auch immer richtig toll. Es macht total Spaß, deswegen wird es mir auf jeden Fall fehlen. JTFO ist aber natürlich nicht nur für die Schüler da. Die Nachwuchsbundestrainer können hier auch sehen, wie sich ihre Schützlinge auf höchstem Niveau schlagen. Kai Blümel wusste genau, auf wen sich seine Augen beim letzten Spiel des Tages konzentrieren würden. Einer, auf den man sicherlich achten muss, ist Moritz Sanders von Breitenwiesbach, beziehungsweise hier vom Dingsenhofer Gymnasium Bamberg. Das ist ein Spieler, der auch bei uns im U18-Kader ist. Das ist eins der Talente, der Top-Talente, die wir hier haben. Bei den Berlinern sind 2, 3 dabei. Also da werden wir schon einige sehen. Das Finale der Wettkampfklasse 2 hieß also Bamberg gegen Berlin. Ein echter Basketball-Klassiker. Die Motivation, den großen Rivalen zu schlagen, war bei beiden Teams groß. Gerade bei diesem Foul an Moritz Sanders übertrieben es die Berliner dann aber doch ein wenig. Sei es drum, wenig später wurde sich schon wieder die Hand geschüttelt und weiter ging's. Ohne Fouls war Bambergs Star aber auch schwer zu stoppen. Vorne punktete er, wie er wollte, und auch defensiv wusste Sanders zu überzeugen. Die Folge war eine zweistellige Führung zur Hälfte des Spiels. Berlin erkämpfte sich durch einen späten Dreierregen zwar noch eine letzte Chance auf den Ausgleich, doch Ferdinand Zülkers Wurf segelte am Korb vorbei. Das Nord-Süd-Duell ging damit etwas überraschend an die Bamberger. Wir haben gar nicht damit gerechnet, wir sind ganz viel aus dem jüngeren Jahrgang und deswegen macht der Sieger natürlich uns auch doppelt stolz. Das Berliner Team verpasste zwar die Titelverteidigung, kann aber nach einem sehr guten Turnier ebenfalls stolz sein. In einem Endspiel gibt es jedoch leider immer nur einen Sieger. Ich stehe jetzt hier mit der Trainerin von Münster, die spielen gleich im Kleinfinale gegen Potsdam. Sag mal, wie sind deine Mädels eigentlich so durchs Turnier gekommen? Ja, der Anfang war ein bisschen holprig. Das erste Spiel vor allem ein bisschen Aufregung, Nervosität. Aber wir hatten eine eher leichtere Gruppe, von daher war das okay. Und gestern haben wir uns dann leider im Halbfinale ein bisschen schwer getan, gegen einen guten Gegner verloren. Aber bis jetzt sind wir eigentlich zufrieden mit der Leistung der Mädels. Okay, super. Und ist das auch ein gutes Vorzeichen für Potsdam, die jetzt gleich anstehen? Wie schätzt ihr die so ein? In Potsdam ist eine gute Mannschaft, sehr kompakt, sehr spielfreudig. Nicht die größte Mannschaft, aber wie gesagt, mit viel Spielwitz. Das wird schwierig für meine Mädels, denn die sind eher großgewachsene. Und wir gucken mal, wie wir uns gegen die machen, aber ich bin guter Dinge.
Ja, okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Wir gehen jetzt zum Handball. Unser Kollege Oliver Mettlich war da und hat sich dort die Finals angeschaut. Und das seht ihr jetzt. Dritter und letzter Tag bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics bei den Handballern. Bedeutete das alles oder nichts gewinnen oder am Ende doch nur den undankbaren zweiten Platz erreichen. Im ersten Spiel des Tages trafen die Handballteams aus Mecklenburg-Vorpommern in Schwarz und Sachsen in Grün aufeinander. Und bei den Mitteldeutschen war sie mit von der Partie, Lucy Kretschmer, die Tochter von Handballlegende Stefan Kretschmer. Ja, und wer solch eine Spielerin in den eigenen Reihen hat, der weiß das auch zu nutzen. Zusammen setzte sie sich mit ihrem Team früh in der Partie ab, sodass der Halbzeitstand mit 7 Toren schon relativ deutlich daherkam. Das im Grunde auch die Vorentscheidung. Rostock versuchte es zwar, doch am Ende gewannen die Leipzigerinnen verdient das Finale mit 15-8. Also ich kann das, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisieren, was gerade alles passiert ist auf dem Spielfeld, dass wir das Finale vor allem so hoch dann noch gewinnen am Ende. Also das ist unglaublich einfach. Das ist ein gutes Gefühl. Danach Bühne frei für die Jungen derselben Altersklasse und da empfingen die in grau gekleideten Hausherren aus Berlin die vom Mannschaftsniveau gleichwertigen Magdeburger. In einem ausgeglichenen Match zeigten beide Teams, warum sie hier ins Finale gehören und boten nicht nur dem Weltmeister Christian Schwarzer eine tolle erste Halbzeit. Der Pausenstand denkbar knapp ausgeglichen 9-9. Durchgang 2 dann nicht weniger spannend, auch hier konnte sich kein Team wirklich absetzen. Kein Wunder also, dass dieses Match erst in den letzten Zügen durch den überragenden Yannick Danneberg entschieden werden konnte. Berlin versuchte es zwar nochmal, doch alles Aufbäumen brachte nichts. Magdeburg sicherte sich den Sieg im Finale mit 18-17. Sieger, Bundesliga, hey, hey, Bundesliga, Bundesliga, hey. Also es ist ein super Gefühl, also auch im Gegensatz zu letztes Jahr, wo wir 12. oder 13. waren, und das ist echt schon ein geiles Gefühl, ja. Im Anschluss dann alle Augen auf das Finale der älteren Mädels, also dann eher schon der jungen Damen, gerichtet. Hier traf die Sportschule aus Frankfurt an der Oder in Schwarz auf das Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt. Die erste Halbzeit ging, vorweggenommen, ganz klar an die weiß gekleideten Thüringerinnen. Mit 4 Toren Vorsprung konnte sich das Team um Topscorerin Michelle Breitbart absetzen und ließ den Brandenburgerinnen nicht viel Hoffnung für Durchgang 2. Zwar konnten die Damen in Schwarz 5 Minuten vor dem Ende wieder auf 1 Tor verkürzen, doch wer die größten Chancen nicht reinmacht, wird auf der anderen Seite bestraft. Erfurt kommt mit einem blauen Auge davon und siegt dank einer starken ersten Halbzeit mit 12-10. Es war wirklich zum Schluss nochmal sehr spannend. Weil habe ich echt schon gedacht, oh, jetzt sag mal ein, aber es war wirklich, dann zum Schluss haben wir uns nochmal gefangen, nochmal gekämpft, alle in der Abwehr. Ja, wir sind eigentlich wirklich nur überglücklich, dass wir es jetzt gewonnen haben. Und damit zum letzten Spiel des Finaltags und gleichzeitig zweiten Auftritt einer Berliner Mannschaft. Das Team um Trainer Bob Hanning startete wie erhofft ins Spiel, binnen weniger Minuten stand es 2-0, der Gast aus Minden also im Hintertreffen. Zwar konnte das Team aus Nordrhein-Westfalen, das bereits in der Zwischenrunde gegen die Berliner verloren hatte, mit einer kurzen Tempoverschärfung den Spielstand auf 4-6 verkürzen. Doch Berlin traf vor allem im zweiten Durchgang hochprozentiger und hatte dazu einen echten 7-Meter-Killer im eigenen Kasten. Mit der nötigen Portion Glück war an diesem Tag die junge Berliner Mannschaft einfach nicht zu bezwingen und gewann schlussendlich verdient mit 10-8. Also wir waren uns von Anfang an sicher, dass wir das Ding hier holen wollen und sind auch immer besser ans Ziel gekommen von Spiel zu Spiel, haben uns die Sicherheit geholt und wir waren uns heute ziemlich sicher, dass wir das Ding holen und nächstes Jahr dann zur Weltmeisterschaft fahren. Also zum Schluss doch noch ein kleines Happy End für alle Berliner Fans. Die Jungs von Trainer Bob Hanning gewinnen nicht nur das JTFO-Finale, sondern dürfen 2016 sogar zur Schulweltmeisterschaft. Die findet dann in Frankreich statt und da fährt man ja bekanntlich als Titelverteidiger hin. So, ich stehe jetzt bei einem der Finalteams für das Volleyballfinale der Männer oder der Jungs besser gesagt. Wettkampfklasse 2, neben mir der Bruno. Gleich geht's los gegen Bayern. Wie fühlt ihr euch denn jetzt gerade? Also wir sind sehr motiviert und wollen auch zeigen, dass wir die beste Schule Deutschlands sind. Und wollen halt viel, also versuchen gut ins Spiel reinzukommen und wollen das gewinnen. Was hat der Trainer euch jetzt vorher schon mitgegeben? Er hat erzählt, dass wir uns halt nicht zu verstecken brauchen, dass wir halt gut sind und dass wir denen halt zeigen sollen, dass wir die beste Schule sind. Okay, Fabian, seid ihr denn die beste Schule? Ja, ich denke schon. Ich denke, einer unserer großen Stärken ist, dass wir halt immer als Team zusammen agieren
wir sind halt immer zusammen und deswegen sind auch unsere Absprachen einfach die besten. Und ich denke, deswegen haben wir es auch verdient zu gewinnen. Okay, wie schätzt du denn Bayern als Gegner ein? Ja, also wir hatten Bayern schon mal in der Vorrunde. Da waren sie ein machbarer Gegner. Ich denke, jetzt werden sie etwas erstarkt sein, aber ist trotzdem möglich für uns. Also ist kein Problem. Trotzdem machbar. Gut, dann drücke ich euch die Daumen. Wir werden gleich dabei sein. Wir werden es uns gleich anschauen. Ihr nämlich auch. Wir schauen jetzt einfach mal, was am Finaltag beim Volleyball so los war. Die Wettkämpfe von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics sind jährlich eine große Bühne für junge Talente. Und Volleyball ist eine der Sportarten, die mit am längsten Bestandteil des Wettkampfprogramms ist. Jugend trainiert für Olympia, ein Treffpunkt für Athleten mit nationalen Ambitionen und internationale Leistungssportler. Auch hier bei der Mannschaft aus Münster sind Nationalkader mit dabei, die spielen also, die für ihre Schulen starten. Das ist das Schöne, dass sie eben auch mal, sonst sind sie ja immer in Vereinsmannschaften integriert, dass sie eben mal die Chance haben, für eine Schule in den Wettkampf zu stehen. Zu diesen Kaderspielerinnen gehört auch Hanna Ortmann. Die 16-Jährige tritt für das Pascal-Gymnasium aus Münster an. Hanna sammelte bereits internationale Erfahrung bei der U18-EM in Bulgarien. Ja, also ich denke, das ist was anderes, als wenn man mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Einfach, man ist mit Freunden aus der Schule unterwegs. Und es macht einfach Spaß, mit denen zusammen zu spielen. Und ja, ich bin echt erstaunt, dass die Leistung hier trotzdem so gut ist. Jetzt geht's aber in die Entscheidung. In der Fritz-Reuter-Oberschule stehen nun die Finals an. Das sind alles Volleyball-Hochburgen, die sich da messen in den Finals. Im Finale der Jungs-Wettkampfklasse 2 stehen sich Kempfenhausen aus Bayern in Rot und Erfurt aus Thüringen in Schwarz spielend gegenüber. Lange ist das Match sehr ausgeglichen. Zum Ende beider Sätze kann sich jedoch Thüringen entscheidend durchsetzen und das Bundesfinale für sich entscheiden. Ich denke, unser Schlüssel war, dass wir nie aufgegeben haben. Wir haben immer weiter gekämpft, auch wir hatten ja Phasen drin, da lief es nicht so gut. Und wir haben nie aufgegeben. Und ja, so haben wir es, denke ich, gerissen am Ende. Bei den Mädels ist es so spannend, dass Sachsen in Schwarz und die Hausdamen aus Berlin in Rot sogar in den entscheidenden dritten Satz gehen müssen. Im Tiebreak kann sich letztlich die Sportschule Dresden nur ganz knapp mit 15-13 durchsetzen. Zum Abschluss gab es noch ein kleines Tänzchen mit den Jungs ihrer Schule. Die haben nämlich Platz 3 geholt. Glückwunsch! Endlich geschafft. Es war ein ziemlich knappes Spiel, aber das Team hat zusammengehalten und wir haben es endlich geschafft.